Kann ich darüber springen, das geht nicht. Vielleicht war die Leiter doch eine blöde Idee. Aua. So, na gut, dann müssen wir das noch irgendwie anders probieren. Keine Ahnung wie. Aber das ist eigentlich nur der einzige Weg. Um da rüber zu kommen. Hochzuklettern. Na, hier auf das Rohr wären wir nicht rüber, wa? Nee. Entschuldigung. Ich seht nicht. Ich seht einfach nicht. Gott, was macht der denn da, ey? Meine Vermutung war ja gewesen, dass ich hier so hoch irgendwie an den Balken ran muss. Aber es scheint nicht das Richtige zu sein. Keine Ahnung. Das ist für mich nicht ersichtlich. GPS fällst du hinter Piotr zurück. Wenn du nicht näher rankommst, werden wir ihn verlieren. Schwarzen Kasten. Ich soll auf den schwarzen Kasten ruf. Ich habe jetzt mal die komplette Lösung doch nochmal benutzt. Okay. Soll an irgendein Rohr ranspringen? Okay. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Alarmmeldung von Philipp Murphy. Amerikanische Flugzeuge im Anflug. Ja, so ab und zu muss ich schon noch in die Komplettlösung hingucken, das tut mir leid. Aber für mich ist das nicht ersichtlich so richtig. Wie gesagt, guck mir da bloß immer mal einen kleinen Tipp. Beeil dich, Fischer. Du musst nah am Piotr dran sein, wenn er sich einloggt. Wir stehen kurz davor, die Mission in den Sand zu setzen. So, der ist hier lang gegangen, wa? Gleich mal abspeichern. Sicher ist sicher. Okay, da ist jetzt gerade was in die Luft gegangen. Das sind unsere Freunde von der Luftwaffe. Bodentruppen sind im Anmarsch. Halte dich auf dem Laufenden. Wir werden angegriffen. Wir haben schweren Schaden an. So, so.
habe hier einen Eindringling. Ja. Oh. Amerikanische Jäger! Sie kommen zurück! Haben Meldungen von anrückenden Truppentransportern! Ich glaube, wir müssen uns hier auch ganz schön beeilen, habe ich so die Vermutung. Soldat, wie geht's? Verfolgt den jetzt einfach mal. Oh. Der ist hier in Ihren, oder? Sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Worauf warten wir? Es ist diese Bohrinsel. Alles ist schon gut. Wir gehen außen rum. Scheint eine Kommandoeinheit zu sein. So, oh, was ist denn das? Das sind unsere Freunde von der Luftwaffe. Bootmassing Protestant heißt dieser Fischer. Die Mission ist beendet. Okay, darf man nicht abschießen. Das sind unsere Freunde von der Luftwaffe. Bodentruppen sind im Anmarsch. Halte dich auf dem Laufenden. Wir werden angegriffen. Wir haben schweren Schaden an. So, wir sollen ja den Techniker immer noch verfolgen, ne? Wer ist da? Amerikanische Jäger! Sie kommen zurück! Ich habe hier einen Eindringling. Die Mission ist beendet. So, da muss man ein bisschen warten. Das sind unsere Freunde von der Luftwaffe. Bodentruppen sind im Anmarsch. Halte dich auf dem Laufenden. Da steht einer in der Flamme. Wir werden angegriffen. Wir haben schweren Schaden an. So, dann gehen wir mal hier ums Eck. Okay. Alles in Ordnung? Identifizieren Sie sich. Ich identifiziere mich hier gar nicht. So, die sind da drin gegangen irgendwie, wa? Da sind sie. Ich kann sie nicht öffnen. Schließ sie auf, du Idiot. Ich glaube, die ist hin. Worauf warten wir? Es ist diese Bohrinsel. Alles ist... Schon gut, wir gehen außen rum. Aha. Die Frage ist, wo gehen die jetzt lang, ne?
Na? Wo ist denn für die außen lang? Der Plan hat sich geändert, Fischer. Schnapp dir Piotr, den Techniker. Wir wollen den Koffer, den er bei sich trägt. Die Daten sind in seinem Koffer? Es steckt ein Laptop drin. Tue, was immer nötig ist. Ja. Wenn er sagt, wo der jetzt hin ist. Hier vielleicht so. Wo ist denn der Typ hin? Ja, der kann ja hier nie raus eigentlich, ne? Weil die Tür war doch jetzt hier irgendwie. Nö. Hä? Okay, hier speichere ich das mal ab. Ah, man kommt hier also durch. Muss ich hier hochklettern? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Aha. So, hat der noch was bei? Nee. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Oh, lieber mit Knarre gezogen hier raus. Bäm, Alter. Jawohl. Sieht zwar ein bisschen unrealistisch aus, aber zu damaligen Zeiten sah das noch gut aus. Wo geht der Kacktechniker jetzt hin? Alter, den finde ich ja nie im Leben. Der ist da lang gegangen, wa? Scheinbar nicht. Aha. Die Tür hatten wir doch schon mal. Okay, hier gibt's auch nichts Besonderes. Hier auch nicht. Munition wäre nicht schlecht. Hier liegt einer rum. Ja, und du? Hä? Ich
Mich würde mal interessieren, wo der so lang rennt. Ist der da runter? Ah. Drei Schuss noch, bin begeistert. So, der ist darin, wa? Mhm. So, zwei Türen. Nehmen wir erstmal die erste. Vermuten wir fast, das war die richtige. Oder doch, da jetzt weiter. Hä? Da ist er. Bleib stehen, du Sau. Kann man den irgendwie erschießen oder was muss man mit dem machen? Na, weit kommt er jetzt nicht mehr, wa? Gute Arbeit, Fischer. Jetzt verschwinde von dort. Jawohl. Wie lange wird es denn noch dauern? Deine Tochter ist am Apparat. Wir lassen die Verschlüsselung laufen. Verdammter Mist! Was ist los, Grimm? Die Daten, die du von der Ölplattform besorgt hast. Die Georgier können ohne einen Helfer in den Reihen der CIA unmöglich so viel wissen. Fischer, du kannst! Vater? Sarah, hi! Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Du wolltest doch letzte Woche anrufen. Ist was dazwischen gekommen? Tut mir leid. Ist schon gut. Warst du in Georgien? Schatz, du weißt, dass ich nicht antworten darf. Ja, ich weiß. Ich hatte nur im Fernsehen... Sarah! Sarah! Hey, was ist los? Nimmst du hier? Blex, alles okay? Glaube schon. Es geht euch gut da hinten. Wir hatten gerade eine Kollisionsfehlwarnung. Habe sowas noch nie gesehen. Das hat völlig verrückt gespielt. Hat jemand Verbindung zum Third Echelon? Ich bin hier, Fischer. Was zum Teufel geht hier vor? Nikolaza hat den USA den Krieg erklärt. Was? Die Georgier haben unsere Kommunikations- und Energiesysteme angegriffen. Zurzeit wissen wir nichts über die Schwere der Schäden. Was ist mit unserer Abwehr? Was werden wir machen? Was haben wir denn? Nikolaza hat uns kalt erwischt. Alles, was uns bleibt, ist das Laptop, das du von der Plattform geholt hast. Meine Tochter ist... Ich weiß, ich weiß. Ich habe schon Männer losgeschickt. Überall herrscht völliges Chaos. Ich muss zu Sarah. Du weißt, was zu tun ist. Wir sind hilflos, bis wir Nikolaza haben. Begib dich zur CIA. Deine Mission ist für uns überlebenswichtig. Das Versagen führte in einem Armeehospital in Mississippi zu 17 Toten und 30 Verletzten. Generatoren und auch einige Energieleitungen wurden zerstört. Ein Militärzug kollidierte auf dem Weg nach Norfolk, Virginia, heute mit einem anderen Zug, nachdem ein automatisches Gleissystem ausgefallen war. Über den Inhalt der Waggons wurde noch nichts bekannt. Die Armee hat allerdings mittlerweile ein Sperrgebiet von 30 Kilometern um sie errichtet. Obwohl noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, gibt es Berichten zufolge über 40 Tote. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung liegen anscheinend darunter. Die Zeitungen sprechen von Cyberterrorismus und einem Informationskrieg. Man kann es ja nennen, wie man will, aber wir alle sind hier nicht eher sicher, bis wir mobilisiert haben. Rettungskräfte, deren Informationssysteme völlig inaktiv waren, konnten über eine Stunde nicht auf den Absturz reagieren. Aus Verletzten wurden Tote als... Zukombine Nikolaze, der sich noch immer versteckt hält. Obwohl die erste Welle des Cyberterrorismus auf das Militär beschränkt war,
warnen die Dienste vor einer erneuten Ausweitung der Terrorangriffe. Haben dem Terror mehr als einmal getrotzt. Ich verspreche, dass wir wieder siegreich sein werden. Die Welt ist zu klein, als dass sich solche Verbrecher auf Dauer verstecken können. Die USA und ihre Verbündeten werden für einen wahren Frieden sorgen. Dauerhaft, zügig und sicher. Zeit an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Bin gar nicht hier. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Opset mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. So, und damit herzlich willkommen zur neuen Mission von Splinter Cell. Hier jedet auf Zeit, wie man sieht. Eine Minute, anderthalb Minuten haben wir ungefähr Zeit. Und wir müssen hier irgendwie in das Quartier einbrechen. So sind die Vorschriften. Aha. Okay. So, nun? Stacheldraht. Ich habe eine Menge Arbeit zu erledigen. Dauert nicht mehr lange. Wer hat mich angeschwärzt? Sei vernünftig, Mann. Ihr dürft es nicht sagen. Hier ist überall. Hier ist kein Stacheldraht. Dann mal hoch da. Jupp, da kommen wir rüber. Fallen lassen. Müssen wir hier hoch. Aha. Keine Ahnung, wo soll man hin? Mist. Du wirst nach einem anderen Weg suchen müssen, um hineinzukommen. Die Ventilation ist soeben angesprungen. Eindringling!